Ich habe ein bisschen Schiss. Au. Okay, er hat seine Position geändert. Der Penner. Verdammt, nicht schon wieder! Geh doch weg! Fuck. Oh, hallo G-Man. Das war richtig knapp. Das war scheiße knapp. Okay, da kriegt er mich aber nicht. Hört nicht auf! Ich weiß! Schärfler! Hab ich gemerkt. Ist das schrecklich gerade. Wir müssen zur Brücke, bevor er abhaut. Ja. Ist das schrecklich. Ich hoffe, er hat keine Munition mehr oder so. Kann's kaum abwarten, ihn zu kriegen. Ätzend. Also mit ihr ist wesentlich mehr Action. Mit Ellie ist ja so sehr sneaky. Bei ihr ist halt Action pur, ne? Gibt's doch nicht. Ist da! Los. Ja, lass mich doch mal eben teilen. Ich lasse die Lampe mal aus, dann kann er mich vielleicht schlechter sehen. Siehst du ihn? Aua. Flankier ihn!
Ich sehe ihn halt nicht. Wo ist er? An die Seite! Ich sehe ihn nicht. Okay, er ist da vorne hin. Wir haben ihn! Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich glaube, ja. Manny. Ja, ist es, aber trotzdem. Passt ja, ja. Abby, dem Tier. Die Action, ja. Du olle Kackbratze. Manny. Oh no. No. Die lüftet durch, ja. Okay, da. Ich weiß halt nicht, inwiefern sie durchlüftet. Oder ob er durchlüftet. Ich weiß halt nicht. Er, sie. Halt ein Scharfschütze, ne? Und ein verdammt guter dazu. Ich habe gerade keine Ahnung. Wahrscheinlich hinter der Wand. Oh mein Gott. Tommy! Oh no! Es ist Tommy. Bist du okay? Oh no. Ja. Du? Ja. Es ist Tommy. Wer war? Nein. Spielt keine Rolle. Holen wir Lev und dann gehen wir zurück. Komm. Wir nehmen das Boot. Es ist Tommy. Oh Gott, das macht mich ja fertig. Guten Hunger. Es ist Tommy. Wo lang? Komm. Und ich war schon am Überlegen, wie ich ihm Kopfschuss versetze. Oh mein Gott. Mich hat das. Ich. Es hat mich ja damals in Far Cry 5 schon fertig gemacht, als ich rausgekriegt habe, dass ich meine eigenen Leute umgebracht habe. Aber das... Oh Gott. Das wäre so furchtbar gewesen. Guck, das Boot. Wir müssen ihn einholen. Weißt du, wohin er will? Zu unserem Haus. Dort unsere Mama. Wie weit ist das? Über die Insel. Schau.
Was ist mit deinen Leuten? Wir nehmen Wanderpfade. Die werden uns nicht sehen. Charlie. Sicher, dass die Wolves heute Nacht angreifen? Wenn ich das auch fertig mache, solltest du auf jeden Fall weiterzocken. Es ist mein erster Playthrough. Ich habe einmal wirklich geweint. Und musste sehr viel schlucken bisher. Das Spiel macht mich seelisch kaputt. Also ja, ich werde es weiterspielen. Ich liebe dieses Spiel, obwohl es so grausam ist. Aber ich liebe es. Aber ich mag Abby nicht. Meinst du, du kannst klettern? Es ist der kürzeste Weg. Aber erstmal herzlich willkommen, Charlie. Ich hoffe, dir geht's gut. Und, ja. Fühl dich hier wie zu Hause. Nicht, habe ich geschrieben. Ach so. Nee. Ich mache hier auf jeden Fall weiter. Es hört sich komisch an, aber ich mag das, wenn Spiele mich so mitnehmen. Wenn Geschichten so gut erzählt sind, dass ich mitfühle. Egal, ob es gut oder schlecht ist. Abby! Ich hole Vorräte. Nur für den Fall. Also ich finde das wichtig, dass eine Geschichte einen so richtig, richtig fesselt. Und das tut die hier. Okay, sonst ist hier nichts. Aber ich bin immer noch sehr, sehr zwiespältig gegenüber Abby eingestellt. Oh, shit. Fuck. Kennst du die? Hab sie schon mal gesehen. Tut mir leid. Wegen deiner Freunde. Nicht zu ändern. Ist ja ein Bombenspiel. Ja, ist es. Ich liebte schon den ersten Teil. Den haben wir auch erst hier vor, haben wir den ersten Teil nochmal gespielt, das zweite Mal. Und es war, also der zweite Teil hier, der nimmt dich richtig mit, wenn du den ersten gerade davor gespielt hast. Sonntag, 0500. Scott und ich haben die Ostküste gegen 0300 erreicht. Die Informationen der Gefangenen waren tatsächlich mal nützlich. Kein direkter Widerstand. Wir suchen einen höheren Standort, um uns zu orientieren. 0730, also 730. Die größte Ansammlung von Gebäuden befindet sich auf der Südseite. Im Norden und Osten sind Farmen und eine Art Holzfällerlager. Kleinere Ansammlungen von Gebäuden sind auf der ganzen Insel verstreut. Alles Holzhäuser nach dem Ausbruch erbaut. Diese Freaks meinen es tatsächlich ernst damit, dass sie von dem leben wollen, was die Erde ihnen schenkt. Wir werden näher an eins ihrer Dörfer herangehen. 10:15. Wir warten in einem alten Gebäude im Zentrum der Insel auf den Einbruch der Nacht. Die Skars haben in diesem Gebiet noch nichts abgerissen und neu aufgebaut. Könnte ein guter Sammelpunkt für uns sein. 2100. Ihre Anzahl ist beunruhigend. Es sind deutlich mehr, als wir dachten. Die Dörfer sind gut gesichert und ihre Patrouillen über die Insel sind gut organisiert und häufig. Wir haben mehr Informationen gesammelt als gedacht und machen uns auf den Rückweg. Montag, 0400. Bei der Rückkehr zum Landeplatz haben wir unser Boot gesunken gefunden. Es wurde zerstört. Sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen irgendwie anders von dieser Insel runter. Haben sie nicht geschafft. Das hat Lev mich auch gefragt. Ich schätze, weil ihr das nicht verdient habt. Ja. Aber auch, weil ich es wollte. Musste einfach. Aber ich kann mittlerweile absolut nachvollziehen, warum dieses Spiel sehr kontrovers diskutiert worden ist. Ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe es einmal durchgezockt, sehr wahrscheinlich werde ich einen zweiten Run machen. Wir haben, einer meiner Moderatoren hat das hier auch schon durchgespielt, aber er schafft es seelisch einfach nicht, das nochmal zu spielen, aktuell. Oh. Ist das euer Dorf? Nein, das ist Haven. Unseres liegt dahinter.
Nicht rödeln. Sie könnten dich sehen. Haven war, glaube ich, die Hauptstadt sozusagen, ne? Was ist das übel? Okay. Ich habe gerade ein bisschen Schiss, hier alles zu durchsuchen, ne? Wo sind alle? Ja, das auf jeden Fall. Möge uns ihr Licht durch den Sturm führen. Das habe ich auch schon gemerkt. Wenn du in Finsternis wandelst, suche nach dem Licht. Was war das? Hat mein Dad immer gesagt. Das war doch der Leitspruch von den Fireflies, ne? Nee, also ich finde es ultra gut. Es ist hart, aber ich habe das Gefühl, es ist sehr realistisch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das genau so auch ablaufen könnte in so einem Szenario. Das würde bedeuten, ich wäre instant tot. Oder Bolzen. Bringt sie in Sicherheit! Los! Gar nicht gut. Wie kommen wir hier durch? Das Tor ist abgesperrt. Die Sägemühle. Das große Gebäude rechts mit den Fackeln. Da kommen wir raus? Ja. Da können wir durch. Perfekt. Dann los. Schließt das Tor. Riegelt das Lager. Reinige deinen Leib. Das wird eine lange Nacht. Denk daran. Nur durch die Angst finden wir wahre Stärke. Für das Wohl deiner Liebe und für dein Land bist du bereit, wenn die Zeit kommt. Ja, eine geht da vorne immer lang. Das heißt, eigentlich müsste ich hier hinten relativ sicher sein. Ob das klappt. Oh Gott.
Okay, lief besser als erwartet. Oh, noch einer da hinten. Da ist auch einer. Mist, es sind zu viele. Ja, ich weiß. Schrecklich. Ich kann noch nicht zielen. Ich hab doch irgendwie eine Stulle. Hier drin. Aua. Ha, fuck, das ist wieder einer von denen. Ah, komm schon. Komm, 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 komm. Ah, scheiße. Ab und an bin ich einfach gemein und manchmal schäme ich mich dafür auch ein klein wenig. Was? Warum? Was hast du getan? Oh Mann! Ich habe gedacht, der da oben ist jetzt erledigt. Da oben. Ah, warte. Beschützt das Lager! Los, zur Sägemühle! Ach, dass du fühlst, Yara! Wo sind sie hin? Sie müssen in der Nähe sein. Unfassbar. Nimm schon. Aua. Hab ihn. Zeig dich. Ich höre ihn halt. Ah, da. Oh, ich hoffe, die haben irgendwie. Okay.
Ich glaube, wir haben's. Sehr gut. Eine Podcasterin hat seit Jahren gerne Hörer geschenkt, eine Wunschliste geschenkt. Vorgestern in der Folge heute kam, dass ich froh sei, in den letzten Wochen 4 Kilogramm abgenommen zu haben. Mein Geschenk, 1 Kilogramm Erdnussbutter. Ja, dann würde ich, ganz ehrlich, wenn ich froh bin, dass ich abgenommen habe, würde ich doch sowas nicht auf meine Wunschliste tun. Ich habe ja eigentlich auch nur Sachen auf meiner Wunschliste, wo ich weiß, okay, das wäre jetzt nicht so schlimm, wenn ich das hätte. Weil über kurz oder lang würde ich es mir halt selber kaufen. Aber wenn einer schneller ist, dann ist das so, ne? Was pumpt denn hier die ganze Zeit? Mein Handy ist, glaube ich, noch an.